Hey und herzlich willkommen zum heutigen Vlog. Heute bin ich mal mit meiner Tochter unterwegs hier im Siegwägchen. Und die Idee ist für das heutige Video in ein Waldstück zu gehen und ein Foto zu machen. Und dieses eine Foto soll eine schöne Geschichte erzählen. Ich bin gespannt, ob es klappt und ob ich dieses eine Foto finde. Ich weiß noch nicht, was es wird, ob es eine Detailaufnahme wird oder eine traditionelle Waldaufnahme. Oder. Also seid gespannt. Aber vorher möchte ich mich noch bei euch allen bedanken. Ganz heimlich, still und leise hat mein YouTube-Kanal die 1000 Abonnenten geknackt. Ich bin schier vom Stuhl gefallen, als ich es gesehen habe. Das letzte Video, das ich gemacht hatte, kam sehr gut bei euch an. Freut mich natürlich. Also immer schön weiter teilen, abonnieren, liken und kommentieren. Das hilft dem Kanal und natürlich auch meiner Motivation weiter, solche Videos zu machen. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, bin ich natürlich mittlerweile zurück von den Färöer in den heimischen Wäldern. Und ja, für die Videos von den Färöer muss ich einfach noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Und auch für die Bilder sind sehr viele Bilder dabei rausgekommen und Videos. Aber ich denke schon, ab nächster Woche werdet ihr das erste davon sehen. Also die Challenge ist heute Komposition suchen, Details beobachten, Ausschau halten, Scouting machen und dann natürlich die eine Szene rausfiltern, die sich lohnt zu fotografieren. Also das Gegenteil von dem, was ich sonst mache. Viele Bilder, viele Kompositionen an einem Ort. Heute an einem großen Ort nur ein Bild. Das ist das Horn? Ja. Ist abgekracht? Ja. Jetzt habe ich aber keinen Kleber dabei, um es zusammenzukleben. Dann heben wir es auf und nachher kleben wir es zusammen, okay? Das Wetter ist heute regnerisch bewölkt und bisweilen kommt auch mal die Sonne raus, so wie jetzt. Also es ist abwechslungsreich und somit haben wir natürlich alle Möglichkeiten. Wir können mit Sonnenstern arbeiten, wir können warten auf den wolkenreichen Himmel und vielleicht auch nur im bedeckten Licht arbeiten hier im Wald. Was wir nicht haben, ist Nebel. Vorhin hat es mal ein bisschen geregnet am Anfang, aber jetzt scheint die Sonne gerade voll durch das Blätterdach. Also eine Szene haben wir jetzt hier gefunden und die ist auch gar nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ob das Bild ist. Hochkant sieht sie auf jeden Fall schon sehr vielversprechend aus, aber wir gehen mal noch ein bisschen auf die Suche. Notfalls gehen wir später einfach nochmal zurück. Diese Challenge erinnert mich so ein bisschen an die alte Zeit, als man mit dem Film unterwegs war und vielleicht nur wenige Aufnahmen noch verfügbar hatte und trotzdem natürlich die besten Szenen fotografieren wollte. In so einem Fall hat man natürlich sich vorher wirklich Gedanken gemacht, ob man denn die Aufnahmen macht. Jetzt so in den Sommermonaten hilft natürlich auch fürs Separieren von den einzelnen Bäumen das grüne Blattwerk natürlich, weil dadurch ist der Wald viel dichter und man sieht natürlich nur die vorderen Bäume und die hinteren werden von Blättern verdeckt. Und man kann wirklich auch so bei diesen Bedingungen tolle Kompositionen finden, ganz klar. Ja, also ich gehe jetzt dann doch zurück zu der Szene. Wir haben jetzt umgedreht, weil die Tochter doch ein bisschen müde und wehleidig wird, was nicht schlimm ist. Wir sind jetzt auch wirklich schon über eine Stunde unterwegs. Und ja, vielleicht ergibt sich ja noch was auf dem Rückweg, links oder rechts. Mal schauen, ansonsten fotografieren wir die Szene. Ich nehme dann trotzdem auch die horizontale Version auf für meinen Blog als Titelbild. Also nicht böse sein, wenn es jetzt am Ende dann doch zwei Bilder sind, die ich aufnehme. Aber als Portfolio-Shot würde mir, glaube ich, die vertikale Version besser gefallen. Ja, wie suche ich nach der Komposition, wenn ich jetzt nicht die ganze Zeit mit meiner Kamera einfach mal auch ein bisschen Try and Error fotografiere?
Dann nehme ich tatsächlich das Handy in der Hand. Mit dem großen Bildschirm, gerade wenn man mit dem Weitwinkel unterwegs ist, kann man natürlich hier sehr schön schon die Komposition etwas vorab testen. Die Kameraposition in der Höhe, Tiefe, Neigung, und es funktioniert wirklich super. So, das war's also. Das war die Komposition und das Bild für den heutigen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt es gerne in die Kommentare oder schreibt auch in die Kommentare, wenn ihr eine andere Szene gewählt hättet von den Videoausschnitten, die ihr so gesehen habt. Ansonsten war's das für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Nächste Woche dann hoffentlich mit Videos und Bildern aus den Färöer. Bis dann, macht's gut und ciao.